das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Prost Leute, hier ist der Chris von BeerGaming.de und willkommen zu Minecraft. Minecraft. Es gab ewig kein Minecraft mehr auf unserem Channel und letztens hat mich sogar einer gefragt, ob ich mal wieder Minecraft machen kann und ist mir eingefallen, stimmt, du hast ja einen Minecraft-Fail und kannst das Spiel nicht. Und ja, und dann dachte ich mir, mache ich mal wieder Minecraft und jetzt habe ich ganz auf Minecraft in den letzten paar Minuten gesagt und letzten paar Minuten habe ich ganz auf Minecraft gesagt, Junge. Und deswegen dachte ich, ich mache jetzt mal wieder eine Minecraft-Episode, weil ihr die so gern mögt und es sieht alles scheiße aus, weil der neue Patch rauskam und meine Texture-Packs dafür noch nicht funktionieren. So, genug des Allgemeinen. Ich würde sagen, wir gehen was suchen. Ja. Ich würde sagen, ich brauche mal langsam eine Höhle, weil ich mal langsam Materialien brauche. Zum Glück ist die Sonne gerade aufgegangen, weil ich habe noch gerade gewartet, bis es Nacht war. Und dann habe ich schnell gepennt, einen auf Penner gemacht und jetzt habe ich einen Wald gefunden mit Chicken. Ah, so cute. Und hier ist Schnee und ich liebe die Temperaturverhältnisse in Minecraft. So, da hinten ist meine Hut. Bloß nicht die Orientierung verlieren. Wahrscheinlich werde ich nachher wieder mein Haus ewig suchen. Ich hasse das. Vielleicht soll ich mir einfach mal einen Kompass bauen, aber ich bin zu lazy. Viel zu lazy, um mir so einen Kompass zu bauen. Ah, hier hinten ist doch schon mal eine schöne weite Steppe. Aber sieht schon, ich habe hier richtig die Skills ausgepackt. Ordentlich Mountain runter, Ninja. Und yo. Sieht eigentlich scheiße aus, Dixterpy. Ich atme mein Mikro. What the fuck? So, hier ist Gras, ganz viel Gras. Erstmal entziehen. Erstmal entbauen, meine ich. Und dann ziehen. Ah, oh, so viele Tiere, die ich alle töte. Chicken. Habe ich hier was bei mir? So, ich fange jetzt gerade, habe ich beschlossen, fange ich jetzt gerade mal meine Art Farm an. Ein Dschungelbiom ist auf meinem Server gespawnt. Nee, so viel dazu, Maxi, von wegen. Man muss sich einen neuen Server machen, damit man Dschungelbiome spawnen kann. Geil! Geil, geil, sowas ist geil. Geil. Geil, 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 geil. Hab ich schon geil gesagt? Geil. So, jetzt bringe ich erstmal die ganzen Chickens in die Hood, in die frische Hood und mache mir hier unten gleich mal so eine schöne Farm. Und danach werde ich mir das Dschungelbiom angucken. Wahrscheinlich werde ich so lange für diese verdammten ganzen Tiere brauchen. Das ist wahrscheinlich erst nächste Episode, was wird. Ist mir Wurst, ihr kommt jetzt alle mal mit. Yeah, ich hab irgendwie ja gerade, das macht euch alle rollig. Eingang zu einer Höhle? Yeah, markieren. Damit ich es auch im Dunkeln wiederfinde, alles so. Ja, so markiere ich mir Sachen. Das ist verdammt Kohleverschwendung, aber mir ist es mir egal. Ihr könnt mich alle mal. Ach so, scheiße, ja, ihr braucht ja wieder Weed. Hallo? 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 Komm mal hier. Thanks. So. Und dann raven wir mal zurück zur Hütte. Ich hab zwar jetzt überhaupt nicht, was ich euch bauen kann, aber vielleicht mache ich einfach wieder Tierquälerei und halte euch unter der Erde. Hm, was sagt ihr dazu? Random Lava Flows for the win. Och nö. Sind zu doof, da hochzuklettern. Das ist echt mentally retarded, wie die Amis so schön sagen. Nee, die Briten. Syndicate. Tihi. Nee, wer macht immer dieses Tihi? Maxi muss mir nachher mal sagen. Nigerhiger, glaube ich. Dieser ultra-fame YouTuber. Komm mal mit. Komm mit. Oh, ich liebe die Dschungelbiome. Ich freue mich schon sehr darauf, das nachher mal zu erkunden. Ich habe schon auf einer anderen Welt erkundet und dabei einen Podcast mit Maxi gemacht, aber. Brrr, das ist nichts geworden. Brumm, 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 brumm. Hello, guck mich dich so an. Hello. Ich werde jetzt Schafhüter. Ich pack, komm, das ist doch knuffig hier so. Pff, Familienfoto. Familienfoto. So. Fuck, falsche Taste. So, hier. Und jetzt muss ich mir nur überlegen, wie ich diese Fuckfischer hier halten kann. Vielleicht halte ich sie einfach ein bisschen weiter weg von meinem Haus. Kommt ihr da hoch? Durchs Wasser. Oh, ich hasse es. Sag mal, seid ihr zu dämlich, das zu riechen? Habt doch diesen geilen Geruch, sind die dämlichen, plüschigen Viecher. Brrr, komm her. Na, ich sag die ganze Zeit, brrr, ich kann. Weil ich es kann. So, jetzt kommt mal her. Come at me, Bro. Ich glaube, in dieser Episode werde ich jetzt nur hier diese Hühnchenfarm bauen. In der nächsten Episode gibt es dann das Dschungelbiom. Das war schon seit 1.1. Seit 1.2 raus ist, glaube ich. Aber ich werde es euch zeigen. Mhm. Weil ich cool bin. Ich höre gerade seltsames Rauschen des Windes. Ja. Jetzt komm mit, Hühnchen. Och man, no, echt. Oh, das ist so nervig mit diesen Tieren in Minecraft. Und es nervt auch gerade an, dass ich das Standard-Texture-Pack benutzen muss. Kommt. Alter. Achso, stimmt, ich habe die Schaufel rausgeholt. Ah, okay, dann folgen sie mir nicht mehr.
Also es ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Ich kann das nicht mit den Hühnchen. Ich werde wohl nie ein guter Schafhirte. Das war immer mein Traumberuf. Jetzt komm her. Och Gott. Ich kriege gleich hohen Blut. Hohen Bluch. Schwanz im Mund, Versprecher. For the win. Ja, ich kann Elotrix zitieren. Er hat auch sein Patent drauf. Ja, was wollte ich gerade sagen? Der kriegt schon einen hohen Blutdruck, wie bei MW3, ey. So. So, so, so. Das hier unten schreit doch nach Chicken Farm. So, was haben wir denn hier? So, mal gucken. Dann logge ich die alle mal hier hin. Sodass sie nicht mehr raus können. Und baue erstmal was Schönes hier. Nämlich damit. Jetzt hoffen wir mal, dass sie alle nicht instant abhauen, weil das wäre ziemlich nervig. Ja, ich kann instant sagen. Ich kann gut Englisch. Lass mich in Ruhe. Nee, das wollte ich nicht. Das Glas kannst du behalten. So. Zack, 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 zack. Ich baue jetzt mal so einen kleinen Stall. Komm her. Komm, komm, komm. Ich habe mir diesmal sogar eine Eieruhr gestellt, damit meine... Geh weg! Damit meine Episoden nicht so viel zu lang werden. Oh, also diese AI von den Tieren in Minecraft ist echt auf Dauer richtig, richtig anpissend. Finde ich. So, dann erweitern wir das Ganze hier mal ein bisschen. Bla 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 bla. Oh, ich freue mich schon so auf das Dschungelbiom da hinten. Das kann man jetzt nicht sehen. Spannend, ich baue Dreck ab, ich weiß, ihr platzt gleich vor Aufregung, es macht sich gleich BÄM und ihr seid alle vom PC explodiert, weil ihr nicht wisst, wie das endet. Hätte ich diesen Block? Der geht kaputt, der geht kaputt. Boah, heute habe ich ja so eine langweilige Folge von Ray William Johnson gesehen, von diesem komischen... Kennt ihr Ray William Johnson? Ja, kennt ihr, ansonsten könnt ihr jetzt mal direkt deabonnieren. Spaß! Dieser, der hat ja manchmal so eine Art Aushilfe, die für ihn das macht. So, wie mache ich das jetzt? Und das war diesmal ein ziemlich doofer Typ. Ich mochte den gar nicht. Der hieß... Ach, fällt mir gleich ein. G.I., nicht G.I. Joe, Quatsch. Der hieß irgendwie anders. Das war, der hat uns auf jeden Fall richtig scheiße gemacht. Und der war extrem langweilig und emotionslos und kann's nicht. Verdammt, der war fast so emotionslos wie ich. Om nom 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 nom. So. Jetzt habe ich nicht mehr genug. Vielleicht habe ich noch. So, genau die Hälfte der Episode ist jetzt rum. So, ich glaube, ich werde erstmal ein paar Tiere einfach nur einsperren da oben. Komm mit. So, hört mal auf, mich hier zu bedrängen. Oh, Noob. Noob Cakes. So. Zack, zack, zack. Jetzt, ich mach das erstmal so, damit sie erstmal überhaupt nicht raus können. Und dann mache ich das später noch schöner. Können die raus? Nee, da könnten sie noch raus. 360 Trickshot, Hähnchen. Was zur Hölle machst du da? Entkommen. Guck mich nicht so an, ich weiß, dass ich gerade geohnt wurde. Scheiß Vieh. Jetzt habe ich mir gerade selber eingesperrt, warte mal. Och man, ja egal, dann wird das hier meine Chicken, meine Hühnchen-Blub. Ja, meine Hühnchen-Blub. So, jetzt habe ich leider nicht mehr genug Eisen, aber ich gehe jetzt, glaube ich, mal da hinten in die Höhle rein. Das wollte ich ja ursprünglich machen. Boah, ich kriege schon wieder Hunger hier, was ist denn da los? Geh mal her. Eat it. So, ich habe allerdings nichts, um jetzt Zombies zu töten. Da habe ich ein Schwert. Ja, habe ich. Ja gut, dann gehe ich jetzt gerade noch in die Höhle rein. Und in der nächsten Episode werde ich das Dschungelbiom behandeln. Da seid ihr bestimmt alle so voll excited drauf und alles so. So, wow, Dschungelbiom noch nie gesehen und garantiert nicht schon 1000 andere Videos auf YouTube geguckt. Halt die Fresse, ich mach sowas gerne. Ich bin gerne der Letzte, der sowas veröffentlicht. Boah, das ist so geil. Das sieht so geil aus. Sau viele haben mir gesagt, ich muss eine neue Welt anfangen. Und dann dachte ich so, nö, ich fange jetzt keine neue Welt an, weil ich hier schon so unglaublich weit bin. Hello? So. Eine Riesenhöhle, ich sehe es schon. Ey, die ist sogar echt gar nicht so klein. Es könnte sein, dass ich endlich gerade mal eine Höhle gefunden habe. Und jetzt muss ich schon mal anfangen, hier die Standardmaterialien zu sammeln, was ich ja voll hasse. I'm mining and they're mining. Ah, spookige Geräusche. Es könnte etwas zu laut sein. Ich mach's lieber aus. So. Pff.
Ich weiß nicht, wie laut ich den Sound haben muss. Ich müsste jetzt echt demnächst mal nachgucken. Ich meine, Syndicate hat noch 20%, aber das kam mir gerade ziemlich laut vor. Puh. So, jetzt habe ich zwar keinen Sound, aber jetzt kann ich hier schon mal Eisen abbauen. Jetzt kann ich aber auch keine Creeper-Sound horn. Dum, 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 dum. Und ich baue Eisen ab. Egal, davon können wir uns bessere Sachen bauen und noch coolere Sachen machen. Yay! So. Ein unterirdischer Fluss. Und ganz viel Kohle! Kohle, 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 Kohle. Hand it over. Ja, ich sehe hier die ganze Zeit Syndicate, wenn ich kommentiere, ich weiß. Ich find's cool. Ich mag den Typen. Halt die Fresse, ich mag den. Da geht's noch weiter. Vielleicht treffe ich ja gleich irgendwas Cooles, was wie Diamanten oder Slimes oder Zombies. Wahrscheinlich am ehesten noch Zombies. Hoffentlich sind hier nicht zu viele von denen. Ich bin noch nie so der Baus. Jetzt so ausgerüstet, technisch so gedöns, blub. Warum ist hier jetzt immer nur ein Eisen? Willst du mich eigentlich trollen? Das ist, was ist denn das hier schon wieder? Trollcraft oder was? Für alle die Neuigkeiten, die es noch nicht mitgekriegt haben, der, wenn ich schon bei Trolling bin, der Robert Bowling, der Creative Manager und Community Director von Call of Duty, also von Activision, ist zurückgetreten. Gründe will er nicht nennen. Was halte ich davon? Ich finde es schade. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade, weil der Typ, der war ja eigentlich nur die Marionette von der ganzen Firma. Wisst ihr, was ich meine? Der hat das ja gar nicht, der hat ja gar nicht selber die Scheiße gebaut. Die Scheiße hat ja Activision gebaut am Ende, oder? Also, kann man so und so sehen. Das ist, Also ich fand den Typen halt eigentlich relativ sympathisch, auch mit seiner tollen Rede. Fuck you, Last Stand. Okay, es hat am Ende nicht gestimmt, weil es doch Last... Nighttime. Weil es anstatt Last Stand einfach nur Final Stand gab, aber... Naja. Jetzt bin ich schon wieder hier in die Nacht entkommen. So. Ah, da ist schon der erste Kollege. Komm mal her, du. Na, die sind zum Glück die einfachsten noch. Spinnen. Na gut. Kämpfe in der Nacht. Also ich finde ja, dass die Spinnen richtig scheiße aussehen. So. Om nom 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 nom. Ich habe oben genug von euch Viechern. Schlacht all die. Ey, was Syndicate auf seinem... Ja, ich rede immer über den. Was Syndicate auf seinem Server geschafft hat, war, er hat alle Tiere getötet, die auf seinem Server waren. Das heißt, er musste ewig weit laufen, um wieder Tiere zu finden. Was mir nicht passieren will. Okay, was ist das da unten? Zombie? Zombie, Zombie? Ja, zum Glück spiele ich auf normal und nicht auf hart. Da hinten sieht's aus, als würde es da in eine weitere Höhle reingehen. Ich denke, da lade ich jetzt einfach mal rein. Da gucke ich mir das jetzt einfach mal an. Ich meine... Ich kann jetzt auch zu meinem Haus zurückgehen und voll der Langweiler sein, aber das ist ja nicht entertaining. Are you not entertained? Kennt ihr das aus Gladiator? Ihr müsst mal die englische Version gucken. Ich meine, das ist aus Gladiator. Da sagt der Typ zu dem Julius Caesar oder wer auch immer diese Spiele da ausrichtet. Are you not entertained? Ja, das ging ja alles nur um Entertainment. So, boah, geil. Ich habe schon Fackeln smarter platziert. Ich dachte schon jetzt, da kommt den Zombie rein. Hallo, schöne Höhle hast du das, aber da hat er meine. Gib mir deine Höhle her. Oh Gott, ich werde noch richtig Probleme mit den Zombies kriegen, ich weiß es. Na, wobei, ich muss eigentlich nur schnell genug eine ordentliche Rüstung bauen, dann wird das alles kein Problem sein. Kein Problem. Creeperings, Creeper, Creeper. Was mache ich? Hallo, hallo. Boom, danke. Ja, das habe ich mir so gedacht, dass er jetzt hier ein bisschen was wegsprengt. Mhm. Gibt es keine richtige Höhle auf diesem gottverdammten Server? Mein Gott. Ich kack gleich irgendjemand ins Gesicht. Oh, Papyrus. Ja, ich nenne es Papyrus. Das ist einfach nur Zucker. Take off the Creepers. Nee, 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 nee. Danke. So, habe ich erstmal hier ordentlich alles genatzt. Und ich denke, dann habe ich wieder keine richtige Höhle gefunden. Sag mal... Ich mach demnächst mal so off-topic, also ohne, dass ich kommentiere, denn, ja, nicht off-topic, aber ohne, dass ich kommentiere. Enderman, Enderman. I'm not looking at you. Hör, aber du guckst mich an. Oh nein, 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 mach sie weg, mach sie weg, mach sie weg. Hör. Ich mach demnächst mal so off-topic, so. Okay, das testen wir jetzt aus. Das testen wir jetzt aus. La, 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 ich kenn dich nicht. Ich kenn dich nicht. Ich kenne dich nicht. Ich guck dich nicht an. Ich guck dich. Scheiße, ich glaube, er hat mich gerade angeguckt. Habt ihr das gesehen? Ich weiß nicht. Ich meine, er hat mich gerade angeguckt. Oh Gott, ich hasse diese Typen. Die sind so unheimlich. Ich muss hier weg. Ey, ich muss hier echt weg. Jetzt lasse ich noch irgendwer die Treppe hoch. Moment.
Moment mal. So. Er hat auch gerade meine IO geklingelt. Ich muss nur gerade gucken, wer da die Trap hochgeraved kommt, weil ich will nicht, dass irgendjemand in meinen Commentary reinplatzt. Und ja, egal. Scheiße. War das der... Nein, das war nur der Bogenschütze. So, dann kämpfe ich mich gerade nochmal elegant zu meinem Haus zurück. Ihr seid live dabei. Und danach werde ich diese Episode beenden. Moment. Und indem ich mich in mein Bett lege. Dann war es nämlich genau ein Tag. Also ihr könnt mir ja mal sagen, dauert ein Tag in Minecraft? Wie lange dauert der? 12 Minuten? Weiß ich nicht. Viertelstunde? Mir kam es jetzt ziemlich genau wie 12 Minuten vor, oder? Eine Viertelstunde. Weil 12 Minuten würde Sinn machen, dann wäre eine Stunde eine halbe Minute lang. Das, ich meine, GTA dauert einen Tag auch 24 Minuten. So. Ach, Sicherheit. Und in der nächsten Episode, verspreche ich euch, liebe Freunde, gehen wir da hinten hin. Doch. So, und gute Nacht. Kommentieren, bitte. Bla bla blub. Gute Nacht.